zu Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie die Monster unter Ihrem Bett oder füttern ein regenbogenfurchtes Einhorn mit Nutella. Was? Was? Das ist ja alles echt. Das ist ja alles echt hier. Ich dachte, das wäre in einem Container in Köln oder so. Nein, ich springe da nicht runter. Nein, ich springe da nicht runter. Das geht ja gar nicht. Was? Was? Das gibt Zuschauer. Ich werde berühmt. Ich werde Grünkönig. Ja, dann springe ich halt. Ich muss Pipi. Ich muss Pipi. Wo ist die Toilette? Ah, ich kann nicht mehr. Hilfe. Naja. Hallo und herzlich willkommen zurück in unserem Minecraft-Dschungel. Die ersten zwei Tage liegen jetzt hinter uns im RTL-Dschungelcamp und da müssen wir natürlich nochmal zurückblicken, was der Einstand unserer Promis da so gegeben hat. Ja, fangen wir vorne an. Die Sorge lag groß und wahrscheinlich auch gar nicht so unberechtigt, dass der Wendler doch erstmal alles dominieren wird. Weil, ja, der ist einfach viel präsenter als die ganzen anderen, die sie da so reingesteckt haben. Und wir haben ja schon im Vorfeld Gedanken darüber gemacht, wer könnte ihm da so jetzt ja die Stirn bieten. Aber wurde doch relativ schnell klar, dass es doch etwas enttäuschend ist. Mola Adebisi, der sich da doch sehr sportlich da präsentiert, wollte noch nicht mal in den Hubschrauber steigen. Und doch eher blass zurückgezogen, war doch sehr enttäuschend, ne? Ja, wen hatten wir, da haben wir dann noch? Jochen Wendel, ja, der hat schon mal so den einen oder anderen lustigen Gag drauf, wie zum Beispiel Larissa ist wie Fukushima, da muss man auch immer weiter Wasser drauf kippen, um die Brennstäbe zu kühlen. Ja, schon ganz witzig, aber, ne, und wen haben wir noch? Ja, Tanja Schumann, die war ja doch damit schon relativ lustig in RTL Samstagnacht, aber kommt irgendwie doch ja nur müde rüber. Also so richtig wahrnimmt man sie da kaum. Nee. Ich sag mal, ich wollte schon sagen, die Knappig, nee. Die Larissa, die hat es wirklich geschafft. Nach 10 Minuten war echt schon klar, ne? Da wird nur gemeckert und herrlich, ne? Stolpert da wirklich alle paar Meter, wo man echt denken muss, die müsste doch im Laufen geübt sein, so als Model. Kommt noch nicht über die Brücke und nee, nerv von morgens bis abends. Also ist es schon nicht schlecht, also muss man schon mal sagen, ne? Da, ja, da ist noch ordentlich Potenzial drin. Und wo die anderen Staffeln schon mal ein paar Tage für brauchten, bis da richtig so der Zickenkrieg losgeht, das hatten die da echt schon am zweiten Tag. Ist schon nicht schlecht, ne? Und gerade die zwei, also hier der Wendler und die Larissa, muss natürlich auch direkt am ersten Tag hier zur Dschungelprüfung. Das passte schon mal ganz gut und ich versuche hier gerade irgendwie so ansatzweise die erste Prüfung mal ein bisschen nachzubauen. Nur damit ihr wisst, was ich hier tue. Ne? Aber doch andererseits gedacht, haben die das doch eigentlich ganz gut hingekriegt, die zwei. Also gerade Larissa, die konnte sich auch besser am Riemen reißen, als ich es gedacht hätte. Ja, der Wendler kriegt dann natürlich dann anschließend dann erstmal das große Jammern hier, so kann man ja nicht mit mir umgehen, ich bin der Wendler und so, ne? Und auch Larissa, ne? Immer mit ihrem, das ist ja hier alles echt, hätte ich nicht gedacht. Und das sagte sie gestern in der zweiten Folge so schön, ne? Nächstes Mal lese ich mir die Verträge durch und gucke mir die Sendung vorher an. Ja, Mädchen, das kriegt man schon in der Schule gesagt, ne?
Lies dir erstmal durch, was du unterschreibst. Aber auch hier, ne? Winfried Glatzeder. Herrlich. Ich finde den eigentlich ganz, ganz ulkig. Ne? War doch wirklich, wirklich der Erste, der Larissa schon irgendwie so Konter gegeben hat. Ne? Wo sie wollte ihn dann so groß umarmen, der so, lass mich in Ruhe, ne? Herrlich. Herrlich. Das hätte ich dem jetzt nicht so zugetraut, ne? Ja. Aber da kommen wir auch noch gleich noch zu. Was hat er noch gesagt? Ich versuche auf eine, wenn nicht genussvolle, sondern halbwegs erträgliche Art zu leben. Herrlich. Ja. Oh, was fällt mir noch ein? Ja, hier. Larissa, direkt am ersten Tag, ne? Beeindruckt echt mit ihren Geschichtskenntnissen über australische Aborigines, ne? Die Ureinwanderer haben mehr als wir. Melonen und so. Herrlich, herrlich, ne? Also, doch Ureinwanderer, sagt sie, ne? Ureinwanderer. Herrlich. Ja. Oh, was ist... Oder hier die, wer heißt sie? Gabi und Mola, ne? Die zwei Dunkelhäutigen, ne? Die sind ja beide nicht aus dem Hubschrauber gesprungen, ne? Dann sagte die Gabi auch, ja, ist nichts für Schwarze. Die weißen Leute springen gern von Klippen. Wir stehen auf dem Boden. Herrlich. Super gut. Ja, der zweite Tag im Dschungel, der fing dann ja auch wirklich dann schon, ja, schon mal ganz gut an, ne? Der Glatzeder, ne? War in bester Nahaufnahme direkt von vorne zu sehen, wenn die anderen noch schliefen. Naja, brauchen wir nicht, ne? Gibt aber doch schon so ein skurriles Feeling irgendwie. Ne? Ja. Und auch ansonsten, ne? Also, Verschnaufspausen gab's da nicht, ne? Wie ich gerade schon sagte, die anderen Folgen brauchten schon, also die anderen Staffeln brauchten schon 5, 6, 7 Folgen, bis mal was passierte. Aber heute, also in der zweiten Folge, ging das hier wirklich Schlag auf Schlag. Tränen, Terror, Psychosen, Peinlichkeiten, ja, nackte Tatsachen und, ja, wie gesagt, Hängehoden. Echt super, es geht Schlag auf Schlag, ne? Ja, hier, Larissa innerhalb von 30 Sekunden von null auf knappig eingependelt, ne? Herrlich. Sie kriegt ja noch nicht mehr ihren Rucksack zu, ne, oder auf, oder was auch immer, ne? Und auch die Tatsache, ne, dass sie scheinbar wirklich nicht wusste, dass das hier irgendwie alles so echt ist, ne? Nicht schlecht. Wie gesagt, die ist ja wirklich sowas von nikotinabhängig. Und wer Bescheid weiß, der weiß, dass sie immer als Nichtraucherin dasteht, ne? Und dann zu sagen, ja, so... Ja, nee, wenn... Nee, das zeigen die nicht im Fernsehen, wenn wir rauchen. Nee, ist klar. Ja. Will auch noch RTL verklagen, wenn sich die Haxen bricht, nur weil sich über die Brücke laufen kann. Ja, musste dann ja auch schnell in die Röhre, ne, zu... Ja, zu den Spinnen kam sie dann leider nicht, weil sie... Ist ja schlau, ne? Weiß ja, gleich wären die Spinnen gekommen, ne? Kreischt da unten alles Ungeziefer weg. Und ich glaube, die eine Ratte hat wirklich den Kopf geschüttelt bei ihrem Gekreische. Ja. Und ansonsten. Naja, ist wirklich, glaube ich, ein bisschen psychisch auffällig, die junge Dame, ne? Ja. Der Wendler, ja. Der war dann auch mal den Tränen nahe, als, hier die Müller, wie heißt sie? Ja, hier die vom Bachelor, ne? Einfach mal so, sagt ihr, ich will hier mal den echten Wendler sehen, ne? Ich sehe hier immer nur den Wendler, 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 sondern auch mal den Michael, ne? Ja, das war dann doch ein bisschen zu viel und... Er fing dann auch ein bisschen an zu weinen, ne? Und da mischte sich dann der Mola Adebisi mal ein. Dem, ja, der ist auch im Camp, ne? Den hat man dann auch bisher noch nicht so gesehen, ne?
Der plauderte dann mal bei einem Geschichtchen aus dem Nähkästchen, wo er vor ein paar Jahren in Köln was mit ihm zu tun hatte, ne? Und ja, irgendwie irgendwas ging um, wollten nur 43 Gäste kommen wegen dem Wendler und der wollte dann seine Gage und ach, naja, lassen wir das. Ja. Was gab's noch? Ja. Ich wollte überleg gerade mal so, die anderen nimmt man ja wirklich so, ne, gar nicht wahr, ne? Der Stöckel, da hätten wir auch ein bisschen mehr von erwartet, ne? Dass er so, aber ja, der ist noch drin, ne? Ja. Das war's doch eigentlich so in der schnellen Zusammenfassung mal, ne? Stimmt noch irgendwas vergessen? Nee. Ich würde sagen, morgen, nächstes Mal, heute, also, hallo Sprache. Nein. Wer muss natürlich dann wieder zur Dschungelprüfung? Natürlich wieder Larissa. Und ich freue mich auch schon drauf, auf die nächsten Folgen. Dschungel, da geht's dann garantiert immer so. Michael, du bist es vielleicht. Larissa, du bist es. Du bist in der nächsten Dschungelprüfung dabei. Könnte ich bald jede Wette drauf abschließen. Aber ist auch schön, ne? Als nächstes muss sie dann hier über dieses Gestänge da hüpfen, ne? Und ja, gibt dann auch vielleicht mal mehr als nur 4 Sterne, ne? Aber nach ihrer Rechnung geht ja auch nicht mehr als 4 bei 11 möglichen. Das hat außer ihr, glaube ich, auch keiner verstanden, ne? Irgendwie so. Naja. Aber trotzdem. Da kam tatsächlich mehr, als ich erwartet habe. So, guck mal. Jetzt haben wir sogar Strauße da drin. Ne? Habt ihr ja gesehen. Die muss ja an diesen Straußen vorbei. Hier waren die liegen. Und da vorne ist dieses Wasserbecken. Ja. Ne? War aus der ersten Prüfung. Gut. Vielleicht kriege ich das ja noch hin und baue die anderen Prüfungen ansatzweise nach. So. Ansonsten freue ich mich schon auf die nächste Dschungelfolge. Und ja, ihr euch hoffentlich auch. Aber klar, mit Larissa haben wir doch einen super Aufregerkandidaten. Das ist doch herrlich. Und die anderen werden vielleicht auch noch wach. Da oben der Hubschrauber. Super. Okay. Ja. In diesem Sinne, macht's gut. Bis die Tage und tschüss.